Was so spielerisch und leicht aussieht, ist das Ergebnis harten Trainings. Die deutschen Spitzenspieler absolvieren ein Pensum von 4 bis 5 Stunden täglich, aufgeteilt in Intervalle. Gymnastik zum Aufwärmen und Ausfeilen des Schlagrepertoires, wenn nötig auch ohne Ball. Zu dem Trainingsstress und dem Bemühen um ständige Leistungsverbesserung unter der Kontrolle von Trainern gesellt sich noch der Wettkampfstress. Der Terminplan ist vollgespickt mit Bundes- und Europaligaspielen, nationalen und internationalen Meisterschaften. Da ist es nicht leicht, Spielfreude und Spielwitz zu konservieren. Die Anstrengung lohnt sich. Spitzenspieler werden heutzutage werbewirksam vermarktet. Die Verflechtung von Sport und Geschäft entspricht dem allgemeinen Trend. Siege und Erfolge verlängern die Verträge mit Sportartikelherstellern und Vereinsbossen. Ein finanzieller Ausgleich für die Spieler, die für ihren Leistungssport eine Berufsausbildung verschieben oder ein Studium unterbrechen. Im Verhältnis zu Ballkünstlern anderer Sportarten bleiben 6-stellige Summen im Tischtennis jedoch noch die Ausnahme. Müssen wir mal aufhören.